herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Ja, mein Praktikant ist nicht mehr da. Der will leider auch nochmal beim Maschinenhändler reinschauen. Schade ein bisschen. Der hat sich nämlich nicht so blöd angestellt. Von dem her wäre es schön gewesen, wenn der sich vielleicht für uns entschieden hätte, um uns zu helfen. Der konnte mit dem Stapler umgehen, beziehungsweise mit dem welche Maschine da steht. Ey, willst du mitfahren? Ah, moin, ja. Steig ein. Kannst ja weiter telefonieren. Win? Jo. Ja, muss ja nicht hier rumlaufen. Kann auch hier telefonieren. So. Theoretisch hätte ich Holzscheitel noch zu verkaufen. Das Scheitelholz. Das habe ich ja nur oder produziere ich ja nur zum Verkauf. Müssen wir mal gucken, wie viel wir davon hätten. Könnten wir vielleicht doch auch Kredit bezahlen. Aber ich bin auch gespannt, was der Diesel für eine Überraschung für mich hat. Der wollte mir irgendeine Überraschung geben oder kaufen. Ich habe keine Ahnung. Bin ich mal gespannt. Gespannt. Nicht despannt. Ich weiß ja auch gar nicht, wo der neue Oberhäuser hier, Hauser hier hin will. Ich fahre dann einfach mal zum Janhof. So, jetzt fertig telefonieren. Ja. So, wo willst du denn eigentlich hin? Naja, zum Marlon. Neumann. Gehe ich mal schnuppern. Und wenn einen Tag lang und nachher gehe ich zum Charlie Krüger, heißt er. Der tut ein bisschen intensiver mit Mechaniker und Räte verkaufen, aber der ist gerade nicht da. Okay, ich guck mal gerade bei mir an den Hof, ob ich da was Schnelleres rumstehen habe. Kann ich nur einen LKW? Rechts geht. Hä? Rechts geht. Was rechts geht? Im Verkehr. Weil dann müssen sie nicht schauen. Ach so, ist frei, meinen sie. Volker Varuna, hallo? Jo, Volker Diesel hier. Jo. Sag mal, wo seid ihr gerade? Bei mir am Hof. Okay, wartet da mal, ich komme sofort mit der Überraschung zu euch. Von wo kommst denn du? Vom Händler. Da wollte ich gerade auch hin. Okay, dann warte ich am Händler auf dich. Nee, komm runter. Alles klar. Kann ich ein bisschen Finanzen machen. Alles klar. Gut, bis dann mal. Jo, ciao. Ciao. Sie können im Grunde... Nehmen Sie einfach den MAN. Okay. Hier ist ein Schlüssel. War eh offen. Ja, aber brauchen Sie zum Starten, brauchen Sie trotzdem einen Schlüssel. Bringen Sie mir einen Halt wieder heile wieder, ne? Ja, und das lassen Sie sie nicht blitzen. Ja. Gut, den richtigen Gang sollten sie einlegen. Ja, weiß ich. So, danke. Gute Fahrt, tschüss. Tschüss. So. Jetzt kann ich hier mal ein bisschen Ordnung machen. Ey, der Drescher steht seit Wochen, steht er hier draußen. Ist dreckig.
Unglaublich. Dann ja, kann man alles putzen und sauber machen. Ist er ja nun mein Drescher, ne? Der gehört jetzt offiziell mir. Schön. Nee. So. Dann kann der auch mal sauber gemacht werden. So, in die Schnecke will ich jetzt nicht so viel rein sprühen. Fläche immer ganz wichtig. So. Oh Gott, ey. Hängt da der Dreck drin. Ey, der Drescher ist, glaube ich, bisher die wichtigste Investition gewesen. Und es hat ganz schön lange gedauert, bis der wirklich uns gehört hat. Guck ich mal ein bisschen. So. Mal sehen, was braucht der hier? Schneidwerk müsste auch zum Service. Spiegel sind auch eigentlich für den Arsch, ne? So. Dann machen wir heute mal ein bisschen Putzetag hier. Groß reine machen. So. Nochmal korrigieren. Einen wunderschönen. Moment, bin konzentriert. Ich hab mir jetzt auch nicht den Fendt gekauft. Nein, der Fendt ist nicht die Überraschung. Mach mal das andere. Achso. Kannst du das andere Tor aufmachen? Warte. So. Auf. Achtung. So, jetzt. So. Mal hier ein bisschen Ordnung machen. Das rote Etwas ist die Überraschung. Welches rote? Die Sämaschine. Ja. Warum? Damit Stefan und ich beide zugleich beide Felder ansehen können. Warum hast du denn da nicht was Größeres gekauft? Was Breiteres? Jetzt haben wir zweimal die gleiche Maschine stehen. Ja, schon richtig. Aber somit haben wir beide den Vorteil, dass beide Flächen zugleich gesät und gedüngt werden. Hä? Kannst du dich jetzt ruhig gerne für verrückt erklären? Nee, verstehe ich jetzt einfach nicht.
Ich habe mir gedacht, dadurch, dass du letztes Mal gesagt hast, es wäre besser, wenn beide ansehen können, hatte ich so eine kleine, aber feine Idee ausgebrütet und habe mir gedacht, komm, weißt du was? Kauf eine zweite Sämaschine. Was hatten die gekostet? Um genau zu sein, 104.000. Ich weiß nicht, ob das gerade so viel Sinn macht. Ich will es dir auch ein bisschen erklären, weil wir haben zwei Felder und mehr nicht. Dafür hätte man eigentlich keine zweite Sämaschine gebraucht. Eigentlich hast du vollkommen recht. Aber wenn du mal fortschrittlicher denkst, zwei Sämaschinen, doppelt so schnelle Arbeit, doppelt so schnelles Geld. Nee, weil wachsen tut beides trotzdem gleich langsam. Das ist schon richtig. Aber somit sind beide Felder zugleich fertig und dann hätte der Stefan auch in Ruhe Zeit für den Rest der Woche, um sich um die Schafe zu kümmern. Okay. Und ich könnte dir dann zum Beispiel auch im Wald weiterhelfen. Ja, noch ist es für mich ein bisschen komisch, aber ja. Wird schon passen. Jo. Schauen wir mal, wie es wird. Ich müsste sowieso mal gucken. Ich brauche unbedingt noch ein zweites Feld, weil mit einem Feld alleine komme ich halt nicht weit. Schon richtig. Sag ich mal so, ich bin Nächste ja Woche auch soll am. nochmal eine große Lieferung reinkommen oder eine Bestellung reinkommen von den Blaubeeren. Ja. Bin mal gespannt. Wir brauchen auf jeden Fall 10 Paletten in 16.000 Euro und Papier und noch irgendwelches Zeug. Also das gibt eine Wieder gut Geld, meinst du? gute Bestellung. Ja, ich habe heute, nee, gestern hatte ich noch 100.000 an die Blaubeeren überwiesen. Das heißt, der Drescher ist jetzt zu 100% mir. Ja. Oder uns. Das ist schon mal gut. Da sind wieder Kosten weg. Richtig. Kredit ist halt noch offen, aber da ist halt, das sind halt die Preise gerade nicht so gut. Ich habe noch so viel Zeug auf Lager. Ja, ich sage es mal so, ich habe auch Oh, gerade ich muss die Hühner Zwiebeln. füttern. Ja, ich habe gerade auch Zwiebeln für einen minimal fast guten Preis verkauft, weil ich wollte dir unbedingt diese Überraschung möglich machen. Komm mal mit. Also. Jetzt haben die Palette Bier schon abgeholt. So ein Mist. Ich wollte dir gerade ein Bier geben. Also halt ein bisschen, ja, doof. Ja, war halt auf Kommission, ne? Kann man nichts machen. Ja, ne, richtig. Okay, das nächste Mal zahle ich dir eine. Eins. So, kein Problem. Aber das nächste Mal über so große Investitionen sollten wir eigentlich nächstes Mal vorher reden. Hast recht. Also sonst hätte ich eher gesagt, da ist, wir verkaufen die kleine Horsch 9DC und holen uns was Größeres. Was Breiteres. Dann wären wir auch schneller gewesen. Was wäre dir denn da in den Sinn gekommen? Ja, Amazone oder so. 15 Meter. Da ist es so. Oder. Ja, eine Amazone wahrscheinlich am ehesten. Man auch machen können, ja. Oder. Warte. Ach so, ne. Ja. Hast du 104 glatt bezahlt? 104 glatt. Naja, 124.800 mit Steuern und Einnahmen für den Neumann. Na, ich wollte nämlich gerade sagen. Aber ich sage es mal so,
20.800 konnte ich aus der Gemeindekasse mit dabei legen. Habe ich mit dem Neumann abgequatscht. Okay. Jo, gut, dann erstmal, ne? Ja. Stellst du die, wenn du willst, gerade neben die andere noch? Ja, mache ich. Ich muss die nur noch eben auffüllen, weil die ist noch ramsleer. Noch randleer. Ja. Ja, habe ich überhaupt Saatgut? Glaub schon noch, ja. Ah, 5.800. Bisschen. So, liebe Leute, ich werde jetzt hier noch kurz den Fan waschen und den Anhänger. Den Motor fahr sogar noch an. Und Frontlader waschen und alles Mögliche. Und dann war es das für heute. Die Überraschung war für mich jetzt nicht so eine tolle Überraschung. Es ist halt ein Haufen Geld. 100.000 Euro. Aber ich hoffe mal, dass seine Rechnung aufgeht. Spätestens wenn wir ein bisschen mehr Felder haben, wird sich wahrscheinlich schon lohnen. Und dann gucken wir mal. So. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.